Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Clip. Wir haben heute den 16. Januar 2019. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Mein erster Clip dieses Jahr dreht sich um den HPC-Lader. Das ist der High Power Charger. Ein Ladegerät, was es schafft, Autos bis 350 kW zu laden. Der dichteste bei uns steht Nähe Magdeburg, Eurorastplatz Hohenwarsleben. Da fahre ich heute mit euch hin. Gerade so ein bisschen unsicher, wann er den Turtle-Modus einschaltet. Das heißt, ich hoffe, dass ich zumindest dann noch von der Autobahn runterkomme. Kriege ich doch ein bisschen Angst. 3% Akkuladung, die Restreichweite ist auf 0 und selbst die Schildkröte blinkt jetzt schon. Oh, bitte, bitte, bitte. 3% und genau 1 Kilometer noch. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht übertrieben. Mit der Zero kenne ich mich schon ganz gut aus, mit 0. Mit dem Ioniq noch nicht so richtig. Ich hoffe einfach mal, dass da noch ein bisschen Restwatt noch im Tank sind. Im Akku. So, mit Schwitzen angekommen. Alle Systeme, alle Lampen, die irgendwie blinken können, blinken hier auf. Das System sagt, dass wir knapp 33 Minuten Schnellladung wieder losfahren können. Und wir haben jetzt 1% Akku noch drin. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, Ionity. Bitte den Ladestecker mit dem Fahrzeug verbinden. Ja, das kriege ich hin. Zack. Mit der Telekom-Karte authentifizieren und Start drücken. So, los geht's. 1%. Naja, ihr seht's ja selber. Bei 75% waren es kurzzeitig 70 kW, die da standen. Und jetzt regelt er langsam wieder runter. Ja, geht doch schneller runter, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es geht um die 85% erst runter, aber das ist jetzt schon vorher der Fall. You know this boogie is for
Jo, ich bin schon wieder auf der Autobahn Richtung nach Hause. Wahnsinn. Also super Technik, was Ionity dahin zaubert, das ist echt total cool. Vor allem, dass die jetzt nicht noch anfangen mit diesen 50 kW Ladern, sondern wirklich gleich für die Zukunft rüsten mit 350. Das, wenn die Autos nachher bloß in Anführungsstrichen mit 100, 150 kW laden können, das ist echt ein Riesenschritt nach vorne. An sich, aber der Unterschied, hätte ich gedacht, ist ein bisschen größer. Also ich habe jetzt knapp 7, 8 Minuten weniger gebraucht für eine Vollladung mit diesen maximal 70 kW, als wenn ich an einem 50 kW Lader aufgeladen hätte. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeitersparnis erhofft, wobei das wirklich Meckern auf hohem Niveau ist. Wenn man jetzt wirklich an der Raststelle mit, an der Raststätte mit 10, 12, 15% noch ankommt, dann hat man 20, 25 Minuten, dann muss man sich schon beeilen, sich den Burger zu holen und mal auf die Toilette zu gehen, bevor es dann schon wieder Richtung nach Hause geht oder weiter in dem Falle dann. Meinetwegen können überall die Dinge hinbauen, echt super, sehr viel Spaß gemacht. Was ich mir vielleicht für die Zukunft wünschen würde, was aber sicherlich in ein, zwei Jahren schon Standard sein wird, dass die Autos teilweise vielleicht ja, bis zu 100 kW laden können, das wäre echt eine super Sache. Auf der einen Seite, zum anderen wäre für mich, also ich habe jetzt den Ioniq schon knapp ein Jahr, ein etwas größerer Akku. Also ich könnte mir so zwischen 35 und 45 Kilowattstunden, ich glaube, das wäre so das Optimum, was so den Pendler gut abdeckt, was so für Langstrecken, weite Strecken gut funktioniert. Das wäre so mein Wunsch. Ansonsten bin ich happy, bin froh, das mal gemacht zu haben. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ja, habt einen schönen Tag und dann sehen wir uns ja bald wieder. Ja? Bis dahin, ciao, ciao.